Da habe ich gar keine Ahnung von echt. Und vom Zweiten Weltkrieg, ja, ja, nach 80 Jahren. Genau. Kann ich mir vorstellen. Habe ich absolut gar nichts dagegen, nicht? Aber irgendwann muss mal ein Schussstrich gezogen werden unter alle. Ansonsten kommen in 100 oder 200 Jahren noch welche und wollen noch mal ein paar hundert. Ich will jetzt, dass Polen ungefähr jetzt 300 Milliarden haben wollen, weil das zusätzlich noch mal. Ne? Also irgendwo muss man eine Grenze gezogen werden. Es wurde schon genug reingesteckt. Das ist leider so. Aber manche kriegen eben nicht genug. Polen fordert derzeit von Deutschland 1,3 Billionen Euro. Wollen sie noch haben? Ja. Und das ist doch viel zu wenig. Deutschland braucht doch Polen. Und kann man die Verluste überhaupt auswerten? Wie will denn Deutschland nach der Ukraine kommen? Wie will Deutschland nach Estland und Litauen kommen? Da brauchen sie Polen. Also werden sie einfach bloß bestellen und Bescheid sagen. Am besten den Schauspieler, der bestimmt Deutschland zahlt 6 Milliarden oder 6 Billionen oder was. Die bezahlen. Brauchen sie keine Angst haben. Deutschland ist so. Die bezahlen. Können sie doch verdammen. Schwierige Sache, schwieriges Thema, genau. Weil ich in der Generation bin, wo ich denke, man sollte das so lassen, wie es ist. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und mit so einem Thema nicht unnötig, ich sag mal, die Gesamtsache noch belasten. So, das Miteinander zwischen Deutschen und Polen, ne? Mhm. Das gute Verhältnis damit noch vielleicht nachhaltig auch noch zerstört. Ne? Also ich denke mir mal, man sollte das so lassen und das andere ruhen lassen. Das ist lange genug her und die geforderten Milliarden da von eurer Regierung da oder wie auch immer, die helfen euch auch nicht weiter. Ne? Okay. Aber wir haben da dann, und die Generation hat da ja nichts damit zu tun, oder? Mir geht es einfach um ihre persönliche Meinung. Dieses Thema steht jetzt wiederum im Mittelpunkt. Ja, ich möchte es gehört, ja. Ja, warum nicht, sag ich mal. Deutschland zahlt ja an jeden. Warum nicht auch? Auch am Pol, würde ich sagen. Okay. Decke tot. Ja, und ist der Betrag angemessen? 1,3 Millionen Euro. Kann ich schlecht sagen, ob das so angemessen ist.